muchos en mí. Okay, here for asking. Verfassung. Auge und Voraussichten. Gut. Jetzt können wir noch ein paar Disziplinpunkte verwenden. Was? Ich weiß es ja nicht, wie viel wie A10, da steht's. Bereich 10, was 10 Meter. Das ist der Nähe dann für die. Der macht auch nicht so viel Damage. Ne, die 2 brauche ich jetzt nicht. Ich will nur die auf 5 skillen können. Machen wir hier noch auf Beweglichkeit. Debuff brauche ich nicht da. Okay. So. Was ist denn das? Also Parabellschuss. Das erste. Das auf irgendwie. Voraussicht. Wintereinbruch. So. Schlangen ist das erste. Jetzt haben wir gar keine Buffs mehr, also diese kleinen, aber dafür viel Damage. Und Damage ist einfach nur geil. Wenn die Gegner nicht an einen Rand kommen, viel besser als 5, minus 25% Verteidigung. Plus 25 Verteidigung und ein Buff. Ja. So. Hat sie noch was? Wir gehen trotzdem hier unten durch. Da gibt es meistens bei der Link da hinten. Bei der. Wie sagt man, eine Bucht? Es gibt kein Wasser da, das ist keine Bucht. Tal, Enge. Tal. Weißt du was? Zu viele Begriffe mit beim Gebirge und so. Also, nicht stumpf, schade. Gebt Brief an Gaul, also ich muss den Brief an meinen Gaul geben. Okay. Hey Gaul, bist du? Thank you.
Da gab es irgendwie ein Game, das extrem erworben wird, aber extrem pay to win ist. Das weiß ich nicht, wie das heißt. Ich glaube, Aura Online oder so. Das wird so extrem gehypt von Leuten. Ich verstehe es nicht. Wie kann man pay to win so hypen? Wahrscheinlich sind das alles Anfänger, die sich extrem überrascht über das Game-Ding. Die wissen das gar nicht, dass das pay to win wird. Also später mal. Also im High Level und so. Und fühlen sich dann so extrem cool und müssen es natürlich weiterziehen. Dadurch kommen natürlich irgendwie mehr Leute dorthin, also spielen das Spiel Aura Online und werden dann extrem runtergezogen. Also die verlieren dann extrem viel Geld, weil sie natürlich gezwungen werden, Sachen zu kaufen, damit sie gut sind. Das sind meistens die Leute, die natürlich das Beste sein müssen und für eine Stunde pro Tag spielen können, aber unbedingt die Besten sein müssen und dadurch Geld ausgeben. Oder habt ihr das gehört vom Apple-Skandal? Da gab es eine App, die irgendwie Schönheitschirurgen-Sache ist, oder? Und die USA verbietet jetzt Apple, diese App weiter zu verbreiten. Und ja, das ist jetzt die kleinen Kinder nicht mehr Geld ausgeben können oder dürfen oder irgendwie so etwas. Und das Beste ist aber, wieso lassen Frauen und also Eltern ihre kleinen Kinder an Apps? Wieso lassen die alles kaufen und so? Ist klar, dass die Eltern dann eine Rechnung von 2200 haben. Ist ja ganz klar. Aber wieso lässt man überhaupt diese Kinder das machen? Die Leute, die Kinder können doch was anderes spielen. Was jetzt nicht so extrem sensibel, also so leicht ist, um irgendetwas runterzuladen und so. Das finde ich ja. Okay. Der USA ist eigentlich die größte, große Verdummung im Ausbau. Und jetzt müssen natürlich die kleinsten Kinder schon Schönheitsoperationen machen. Also wirklich im rechten Leben. Weil sie zu fett sind. Weil die Eltern nicht auf die Ernährung schauen. Ja, die verdummen diese Leute. Sie verdummen. Grausam. Das ist der schlimmste Tod. Verdummt. Ich freue mich schon, wenn mal die Weltsprache mal ausgetauscht auf eine andere. Ich sage jetzt nicht Deutsch, aber ja gut, irgendwie kann ja auch. Nein, Französisch jetzt nicht. Nein, Französisch jetzt nicht. Aber. Ja, Deutsch wäre schon eigentlich am besten, weil die deutschen Länder einfach die reichsten sind und die wo am besten schauen. Und weil Englisch ist einfach nur, kann ich sagen, nicht gemacht für eine Weltsprache. Viele Leute können einfach nicht Englisch gut verstehen, weil Englisch ist eigentlich nur eine Richtung, es gibt nicht so richtige Ausdrücke, oder? Und das hören wir hier in der Schweiz besonders viel, weil viele Ausländer kommen und natürlich dann nur Englisch können ein bisschen. Und wenn wir etwas klären müssen, wir können es nicht erklären, wir können es auch nicht klären, wir reden zu allgemein. Also, im Englischen muss man zu allgemein denken, es gibt für viele Wörter gibt es einfach nur ein Wort. Und Endungen und so sind eigentlich
Stufe, weißt du? Wieso wurde eigentlich Englisch zur Weltsprache? Ich dachte, Spanien wäre eigentlich die ganze Zeit das Land gewesen, das die meisten Kolonien und so gehabt hat. Und natürlich Frankreich. Aber England hat so viele Kolonien gehabt. Ich kann nicht Englisch lernen. Französisch ist so viel einfacher zum Lernen. Man ist im Englischen einfach viel zu unsicher, um richtig sicher zu sein. Ah, ich rede jetzt richtig und so. Ich bin immer der, der so ein bisschen Angst hat, irgendwie jetzt Falsches zu sagen. Also, dann will ich auch keine englischen Let's Plays machen. Für mich wäre das fatal. Ja, irgendwie Englisch schon, aber eben, es ist irgendwie die Pussy-Sprache schlechthin. Zwar ist Schweizerdeutsch viel einfacher, aber wir reden dafür viel mehr. Wir erklären es mehr. Ich glaube, es gibt keine einzige Sprache, die so viele Abkürzungen hat wie der Schweizerdeutsch. Ja, ich. Genau. Alles soll Schweizerdeutsch werden. Die ganze Welt soll Schweizerdeutsch werden. Das wäre das Beste für mich. So. So, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll aus der Reichsquest. Ich möchte ja euch gerne ein bisschen Abwechslung geben. Aber ja, mir ist momentan auch nicht so erschreckend. Natürlich werde ich weitere umspielen, so. Kein Problem, aber momentan einfach gerade nicht. Also für den heutigen Tag nicht. Und ja, deshalb beende ich hier das Let's Play für heute. Und wenn ihr natürlich mehr wollt, sagt es mir. Ich mache mehr auf euren Befehl. Und ja. Ja, danke mal für ein paar Mithilfe. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.